Hallo, ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben, alle Freunde darüber hinaus und alle, die meinen Kanal verfolgen und die, wo ich die Ehre habe, dass ihr mir zuschaut. Es ist mir eine Ehre, dass ihr mir zuschaut und meine Videos anschaut. Und ich habe in einem vorherigen Video gesagt, dass alle Neuroleptiker von dem ganzen Planeten Erde weggefallen sind. Gott, der himmlische Vater, hat sie nicht alle wegfallen lassen, auf einmal in der Vergangenheit, als ich das Video gesagt habe, weil er sie zur Wiedergutmachung von den Pflegern immer wieder hergeholt hat, obwohl sie schon teilweise weggeworfen worden sind, laut Gesetzesnovelle 111 und 113. 111 Gesetzesnovelle Strafgesetzbuch bedeutet, dass Neuroleptika nicht verabreicht werden dürfen, nicht gelagert werden dürfen, nicht erzeugt werden dürfen, nicht verabschrieben werden dürfen in Österreich. Und Gesetzesnovelle 113 bedeutet, man darf niemandem sagen, dass er eine Grunderkrankung hat. Das könnt ihr ruhig den Heiligen Geist befragen, ob das stimmt. Und Gott der Vater wollte, dass jede einzelne Person wieder was gut machen kann, wenn er die Neuroleptika wieder herholt und die er schon weggegeben hat und wollte somit prüfen, ob also wahrhaftige Liebe da ist, für das, dass jemand von den Pflegern die Neuroleptika wegschmeißt, die aus Materie von dem Satan, vom Luzifer erstellten Neuroleptika sind Bullshit. Und jetzt haben wir die Glückseligkeit, dass alle Neuroleptiker vom ganzen Planeten Erde weg sind. Die Täuschung der Medizin ist zu Ende. Und Spritzen mit Nadeln sind in Österreich verboten. Doktorstudium ist in Österreich verboten, außer HNO-Arzt zum Ohren ausspülen. Und Gipser, die Füße gipsen. Aber das braucht man auch nicht, weil aus einem Gebet, das ich gesprochen habe, die Menschen an Geist und Seele angepasste und sterbliche Skelette haben, was so viel bedeutet, dass sich die Knochen nach einem Knochenbruch aus der Herrlichkeit Gottes in den richtigen Zustand zurückversetzen und dann schnell verheilen. Fragt euch den Heiligen Geist um Wahrheit. Also danke. Danke fürs Zuschauen. Abonniert bitte den Kanal, wer noch nicht hat und wer schon hat. Danke für die Treue und tschüss.